Es geht weiter am Projekt Bachlauf Aquarium 2.0. Heute Tag 3 für das Projekt hier und ich nehme euch mit bei der kompletten Entwicklung, bei allen Kleinigkeiten, die irgendwie aktuell anfallen. Denn das Ganze hier ist ja keine typische Beckeneinrichtung, keine typische Startphase. Ich mache ja hier quasi aus zwei altbestehenden Aquarien ein komplett neues Aquarium. Am Montag gab es den Start, die Auflösung vom alten Bachlauf-Aquarium, also alles, was am Bodengrund vorhanden gewesen ist, Gestein und auch Teile des Gehölzes sind jetzt hier erstmal mit eingebracht. Das Ganze war am Montag noch ordentlich verfärbt, also richtig massiv trübes, braunes Wasser. Es war überhaupt nicht möglich, gescheit reinzuschauen. Die etwas größeren Steine im Vordergrund sind überhaupt nicht erkennbar gewesen. Und jetzt das Ganze mit Tag 3 in jedem Falle ordentlich aufgeklärt. Schauen wir uns das Ganze mal so ein kleines bisschen im Detail an. Also wie gesagt, die Steine hier vorne sind am Montag noch nicht wirklich erkennbar gewesen. Das Ganze war einfach eine massiv braune Suppe. Hier steht auch noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Ja, ich habe lediglich erstmal alles eingebracht, was irgendwie da gewesen ist. Es kann sein, dass die Hölzer auf dieser Position hier bleiben werden. Das Ganze soll ja auch in jedem Falle noch eben erst ausgepflanzt werden. Aber wie gesagt, ansonsten die komplette Inneneinrichtung, na, die wird noch komplett entstehen. Da ist längst noch nicht alles so, wie es sein sollte. Erstmal ging es nur darum, dass alles, was vorhanden war im alten Becken, auch versorgt ist. Leichte Ablagerungen auf der Bodengrundoberfläche, ja, so Mulmablagerungen. Da werde ich gleich in jedem Fall mal ganz kurz rangehen, mal so ein kleines bisschen was wegsaugen. Gerade hier auf der linken Seite, da ist es schon ordentlich. Ja, also das können wir hier, glaube ich, ganz gut erkennen. Und natürlich ist es auch eine unnötige Belastung für das Wasser, vollkommen klar. Bisschen was an Mulm ist kein Thema, aber hier sind auch keine Pflanzen aktuell drin, die das Ganze irgendwie verarbeiten könnten. Deswegen werde ich das Ganze hier mal so ein kleines bisschen absaugen. Ja, Technik bis hierher ist eigentlich relativ simpel. Ich habe keinen Heizstab eingesetzt, ist bei den aktuellen Temperaturen auch nicht wirklich nötig. Ich habe eine kleine Strömungspumpe hier auf der rechten Seite verbaut und einen Aquael Power 500 Innenfilter auf der linken Seite. So, mein Ziel für heute ist, ich möchte die rechte Seite hier so weit mit Bodengrund auffüllen, dass ich die ersten Pflanzen einsetzen kann. Und zwar sollen heute noch einziehen die Cryptocurrine crispatula aus dem Kallaxbecken. Das ist das Becken Nummer 2, was ebenfalls komplett aufgelöst werden soll. Der Besatz ist der alte Besatz aus dem alten Bachlauf-Aquarium. Der wird in jedem Falle komplett in das neue Becken einziehen. Und ja, jetzt soll es ganz munter weitergehen. Also die Crispatula hinten im Hintergrund wird heute in jedem Falle auf die rechte Seite einziehen. Ich werde mir auch schon den ersten Bodengrund hier aus dem Becken mit rausnehmen, dass jetzt ebenfalls auch die gleichen Bakterien hier aus dem Becken dann mit übersiedeln in das neue Becken. Und ich möchte komplett auffüllen. Komplett auffüllen in jedem Falle und gleichzeitig auch den Zoom CBG 800, den Hang-On-Filter, den ihr da auf der rechten Seite sehen könnt, der soll heute in jedem Falle auch mit einziehen. Also ein kleines bisschen was zu tun und ich würde sagen, ich lege mal ganz munter los, schnapp mir erstmal einen Eimer und einen Schlauch und zieh mal so ein kleines bisschen was hier von diesen Ablagerungen weg. Na, links erstmal weniger interessant, aber zumindest mal hier auf der rechten Seite, denn da möchte ich ja gleich in jedem Fall die ersten Pflanzen einsetzen. Ich denke mal, Mulm absaugen ist jetzt auch nicht megamäßig spannend, aber ich zeige es dennoch mal ganz kurz. Ich gehe mit dem Schlauch rein, nicht ganz bis unten auf den Bodengrund, sondern bleib ganz kurz vorher stehen, saug dann auf der anderen Seite an und wenn ich eben sehe, der Sog zieht mir die Partikel von dem Bodengrund weg, es wird in meinen Schlauch rein transportiert, dann gehe ich langsam über die Oberfläche drüber, na, und saug eben diese Stellen ab, wo ich ganz gerne die Ablagerung weghaben möchte. Ich bin jetzt mal schön grob drüber gegangen, gar nicht zu penibel, gar nicht zu fein, überall liegen noch Rückstände herum, das ist auch völlig in Ordnung.
Aber eben zu viel sollte es auch nicht sein, ne? Denn das hilft natürlich schon, dem Becken so ein bisschen auch ins Gleichgewicht zu kommen, beziehungsweise da erstmal überhaupt gar kein Ungleichgewicht entstehen zu lassen, wenn man eben diese Ablagerung ein kleines bisschen wegnimmt. Ja, in einem bepflanzten Becken ist das nochmal eine ganz andere Sache. Wenn man da zwischen den Pflanzen ordentlich Mulm stehen lässt, dann hat man da quasi eine Dauernährstoffversorgung. Aber das ist hier aktuell noch nicht der Fall. Ja, deswegen, aus meiner Sicht, war es hier einfach schon wichtig, ein kleines bisschen einzugreifen und eben hier überhaupt erstmal gar kein Ungleichgewicht entstehen zu lassen. Ja, ich würde sagen, dann gehe ich mal eben rüber ans Kallaxbecken, Cryptocurrina crispatula abholen und auch mal ein bisschen was an Bodengrund mitnehmen, um dann hier entsprechend auf der rechten Seite auch bepflanzen zu können. So, heute bekommt ihr das volle Programm an Kleinigkeiten. Ich werde jetzt gerade mal hier den Zunzun CPG 800 abschalten. Der geht in jedem Fall auch gleich mit rüber. Beziehungsweise ich hänge den jetzt einfach schon mal um. Dann ist er mir hier nicht im Weg. Hydroponiktöpfe. Auch die sollen natürlich früher oder später alle mit. Kann man den Filter hier wegmachen. Umso mehr haben wir Platz. So, wenn wir schon mal bei Kleinigkeiten sind, da hängt der Zunzun CPG 800. Der Aquael, ja, Innenfilter macht jetzt aktuell ein bisschen Radau, weil ich hier keine andere Möglichkeit habe, den auch irgendwie einzubringen. Ist schon durch diese 30 cm Beckentiefe ein bisschen eng, die ganze Geschichte. Aber gut, der Hang-on-Filter hängt, das ist okay soweit, aber das Geplätscher, das geht mir natürlich erstmal hier ein bisschen auf die Nerven. Deswegen fülle ich jetzt mal noch ein kleines bisschen auf, damit der Aquael in jedem Falle erstmal Ruhe gibt. So, einen Bewohner habe ich auch noch abgeholt, sehe ich gerade. Da hängt noch eine Napfschnecke am Ansaugrohr vom Hang-on-Filter. Also der erste neue Bewohner ist dann auch schon direkt mit eingezogen. So, ich würde sagen, ich gehe mal ein bisschen Wasser holen, na, damit wir hier nicht das Dauergetöse im Hintergrund haben. So, ein paar Kannen später. Der Aquael ist in jedem Falle Ruhe. Für den Zunzun reicht es noch nicht ganz von der Höhe. Das machen wir gleich in jedem Falle noch, dass der auch schön weiterlaufen kann. Ein paar Minuten kommt er klar. Der ist ja noch komplett befüllt mit Wasser. Von daher alles in Ordnung. Jetzt bitte keine Diskussion zum Thema Napfschnecke und frisches Aquarium. Na, also das Tier ist definitiv schon ein paar Jahre alt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in den letzten, keine Ahnung, 3, 4 Jahren irgendwelche Napfschnecken gekauft habe. Also das Tier kommt auch, ja, mit solchen Phasen, wo es mal etwas weniger Nahrung findet, sehr, sehr gut klar. Problematisch ist es immer bei Schnecken, die man aus dem Handel kauft, weil das sind in der Regel Importe. Und die Importe sind in der Regel schlecht ernährt. Die brauchen dann direkt ordentlich Nahrung, weil sie ansonsten verhungern. Ja, das ist eben der Grund, weshalb man sagt, setzt bitte in ein frisches Aquarium keine Napfschnecke ein. So alte Bestandsschnecke, die das gewöhnt ist, auch mal mit ein bisschen weniger klarzukommen, da ist es überhaupt kein Problem. Aber eben, ja, aus dem Handel in ein frisches Becken, das ist in jedem Falle eine ganz schlechte Idee. Gut, also Filter umgesetzt. Ich habe jetzt mal eine Kunststoffbox hier unten hingestellt. Da werde ich jetzt erstmal die Pflanzen eingeben. Ich hole mir ein bisschen Deckenwasser raus, damit die Pflanzen auch schön feucht bleiben. Ja, mein Ziel ist schon, hier die Woche die ersten Bewohner auch schon direkt umzuziehen. Ich denke mal, das sollte auch funktionieren. Gerade hier bei so einem Beckentausch in dem Sinne, wo man eben vieles an Material übernimmt, was schon gut eingelaufen ist, ist es in der Regel auch überhaupt kein Problem. Ob ich sie alle direkt umsetze, das denke ich eher weniger. Aber ich denke mal, hier mit den Netzpinselalgenfresser zum Beispiel könnte ich in jedem Falle schon mal anfangen. Für die Woche hier und dann im Laufe der kommenden Woche den Rest folgen lassen. Und dann dürfte die ganze Geschichte hier dann auch relativ zügig zum Ende kommen. Ja, das Becken wird ja auch einmal komplett neu aufbereitet werden. Neuer Bodengrund, neue Bepflanzung, neues Hardscape, neuer Besatz. So ist es geplant. Ist ja das, ja, in dem Sinne vorübergehende Quartier gewesen, ne, für den kompletten Besatz aus dem alten Bachlauf-Aquarium. Irgendwo mussten die Tiere ja eingebracht werden.
So, die Crispatula ordentlich verwurzelt. Gleich mal ein bisschen rückschneiden, die Wurzeln. So eine leichte Einkürzung von den Wurzeln ist immer ganz, ganz gut, weil das regt die Pflanze direkt an, neu auszutreiben in den Wurzeln. Umso schneller ist sie dann auch ordentlich angewachsen. Deswegen, also auch bei neu gekauften Pflanzen, macht es immer mal ein bisschen Sinn, gerade mal so die Wurzelspitzen ein kleines bisschen einzukürzen. So, ja, da ist gleich schon die nächste Napfschnecke mit dabei. Wie gesagt, also bei gekauften Schnecken aus dem Handel, die direkt aus dem Import kommen, da ist das natürlich schon vollkommen berechtigt, dass man die eben nicht in ein frisches Aquarium einsetzt. Aber hier bei solchen Bestandsschnecken in dem Sinne, die man schon einige Jahre hat, da gibt es da in der Regel auch überhaupt gar keine Probleme. So, Crispatula dürfte alles raus sein. Ne, da hinten ist noch ein bisschen was, sehe ich gerade. Oh, leicht trüb, ist nicht ganz so schlimm. Das wird zeitnah auch wieder komplett klar sein. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wie ich das Ganze hier anstelle, indem ich mir ein bisschen Bodengrund mitnehme. Ich werde sicherlich drüben auch noch ein bisschen was an frischen Bodengrund einbringen. Poolfiltersand habe ich noch. Der Sack steht im Garten. Den müsste ich da mal abholen. Ein guter halber Sack ist das in jedem Fall noch. Der trübt auch nicht, macht keine Probleme. Denke ich mal, dass ich den in jedem Fall auch noch mit drüben im Becken einbringen werde. So, ich fühle jetzt hier nur noch Sand. Sand, Sand, Sand. Sand ist immer gut. Und den sauge ich mir jetzt mit dem Schlauch ganz einfach aus dem Becken raus. So, ich hoffe mal, das bekommen wir jetzt einigermaßen hin mit der Einstellung, dass ihr das erkennen könnt. Auch das mal eben ganz kurz mitgenommen. Schlauch, unten drunter habe ich einen Eimer stehen. Auch jetzt sauge ich einmal ganz beherzt an. Und gehe dann direkt ab in den Boden. Ja, und schon zieht mir der Schlauch den Sand aus dem Becken. Wunderbare Sache, wenn man mal den Bodengrund ein bisschen austauschen möchte zum Beispiel. Ja, gerade bei Sand oder bei Soil eine richtig schöne Möglichkeit, um das Ganze eben schonend zu machen. Da überhaupt gar keine großartige Hektik aufkommen zu lassen im Becken. Die Fische können sich verteilen auf die andere Seite, da wo man eben nicht arbeitet. Und so kann man das Ganze hier ganz bequem einfach absaugen. Man nimmt natürlich bei der Methode auch einiges an Wasser mit. Gerade noch mal ganz kurz schauen hier. Also ich denke mal, das kann man schon ordentlich erkennen, ne, dass da jetzt einiges raus ist. Meine Ausbeute liegt hier unten im Eimer. Ja, so ein guter Drittel, ne, ist es. Also es sollte in jedem Fall aber auch langen, dass ich die Crispatula ordentlich einpflanzen kann. Ja, muss man ein bisschen schauen, ne, weil viel Wasser eben mitkommt, muss man häufiger auch mal abgießen dann den Eimer, dass wieder frisches Material auch dazukommt. Und ich habe den Sand hier natürlich jetzt nicht ausgewaschen. Also da jetzt bitte nicht auf die Idee kommen und das Ganze irgendwie ausspülen oder sonst irgendwas. Denn hier sind natürlich nützliche Bakterien mit drin und die möchten wir weitestgehend erhalten. Deswegen würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, ab damit ins neue Becken. Auch das wird jetzt sicherlich noch ein kleines bisschen auftrüben. Also ich gehe zumindest davon aus, dass es das machen wird. Schauen wir mal, was passiert. Ich nehme jetzt einfach hier einen Messbecher, hole mir das damit aus dem Eimer heraus und fülle es einfach hier ganz munter mit ein. Na, ich muss sagen, die Staubentwicklung hält sich bis hierhin in Grenzen. Das sieht völlig in Ordnung aus. Also ganz munter weiter. Ja, Bodengrundhöhe, so die typischen 5 cm, die ich hier anstrebe. Na, viel mehr muss es am Ende auch nicht sein, das ist völlig in Ordnung. So, dass die Pflanzen ordentlich wurzeln können, ordentlich anwachsen können. Und dann sollte das Ganze eigentlich passen. So, ein bisschen verteilen hier alles. Ich möchte natürlich unterschiedliche Körnungen haben, also typisch Bachlauf eben, hier mal was Feines, da mal ein bisschen was Grobes. Das finde ich immer ganz nett, auch fürs Auge anzusehen.
Kann man schauen, wie hoch sind wir jetzt? Pi mal Daumen. Ja, das ist im hinteren Bereich in jedem Fall schon mal eine ganz gute Pflanzhöhe. Ich werde jetzt dennoch alles mit eingeben, was ich hier habe. Hier fehlt sowieso noch ein bisschen was. Ah, jetzt wird es doch ein kleines bisschen trüb, aber zum Bepflanzen sollte es noch auslangen, dass wir ordentlich was sehen können. Und dann nicht irgendwie im komplett vernebelten Becken herumstochern müssen. So. Ja, ein bisschen was ist es noch. Wie gesagt, die komplette Inneneinrichtung, das ist alles noch nicht so, wie es sein soll. Alles ganz lose eingebracht. Na, erstmal hier einen groben Überblick verschaffen, beziehungsweise das alte Material aus dem alten Becken sollte ja erstmal irgendwie versorgt sein. Na, die Gestaltung machen wir jetzt hier in den nächsten Tagen Schritt für Schritt zusammen. Ich möchte quasi jetzt hier auf der rechten Seite dann anfangen mit den ersten Pflanzen. Dann dekorieren wir auch hier und da ein paar schöne Steine und arbeiten uns in den nächsten Tagen in die Mitte vor und dann eben auf die linke Seite. Und ja, so bin ich ganz guter Dinge, dass wir da in den nächsten Tagen was richtig Hübsches hier aus dem Becken gezaubert bekommen. So, einmal ist leer, bisschen was noch und dann würde ich sagen, können die Pflanzen folgen. Einmal Kunststoffbox. Ich werde jetzt gerade mal eine Schere holen, dass ich auch dann die Wurzeln ein kleines bisschen einkürzen kann. Ja, das macht in jedem Falle schon Sinn. Umso besser können die Pflanzen dann auch neue Wurzeln austreiben. Beziehungsweise sind dann eben angeregt, neue Wurzeln auszutreiben. Sind wesentlich schneller angewachsen dann aus meiner Sicht. Also ein kleiner Wurzelrückschnitt macht in jedem Falle ganz viel Sinn. Ja, schöne Strömungspumpe soll ja auch noch rein. Ich habe noch eine kleine Hücke HG112 hier, so eine voll steuerbare Strömungspumpe, die auch dann leistungsmäßig ein bisschen besser zu dem Becken hier passen sollte aus meiner Sicht. 6000 Liter die Stunde, voll steuerbar mit Futterpausenstopp und hast du nicht gesehen. Also da wird es dann in den nächsten Tagen auch noch ein schönes Unboxing zu geben. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Pumpe funktioniert. Vor allen Dingen, ob sie leise ist. Hücker verspricht da wirklich etwas Leises. Ich bin sehr gespannt, weil irgend so ein Radaumacher kann ich definitiv nicht gebrauchen. Na, das ist ja auch der Grund, weshalb ich bei dem Sunsun CBG 800, bei dem Hang-On-Filter immer noch so ein bisschen skeptisch bin. Es gibt ja einen Zuschauer bei mir auf dem Kanal, Grüße gehen raus. Der hat sich davon, ich glaube, 3 oder 4 Stück gekauft und die sind allesamt mittlerweile ja, hinüber, weil sie eben extreme Laute von sich geben. Und das Ganze aus dem gleichen Produktionsjahr wie auch mein Gerät. Ich habe den ja schon mal austauschen lassen, weil da quasi was gefehlt hatte. Ja, montagebedingt hat man da ein bisschen geschlurrt und quasi auf der Achse die kleine Tülle vergessen. Deswegen war dann nach 14 Tagen, 3 Wochen oder waren es 4 Wochen, das Ganze dann doch ein bisschen lauter geworden. Aber jetzt, seitdem ich das Austauschgerät im Einsatz habe, ist eigentlich Ruhe. Ja, der hat mal an einem Abend ein bisschen Radau gemacht. Da fing er mal an, so ein bisschen rumzustottern. Aber seitdem ist dann auch wieder alles völlig in Ordnung. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie lange er durchhält. Das Austauschgerät ist jetzt im Einsatz seit Mitte April, Ende April. So Pi mal Daumen um den Dreh. Jetzt haben wir Mitte August, ne? Also immerhin 4 Monate. Und in der Zeit, wie gesagt, bei einem Zuschauer gleich 3 oder 4 Geräte, die eben überhaupt nicht mehr mitspielen. Ja, das ist natürlich extrem ärgerlich. Vollkommen klar. Ne? Ich meine, gut, es gibt so ein Sprichwort, wer billig kauft, kauft zweimal. Aber ich muss ganz offen sagen, ich mag dieses Sprichwort nicht mehr so sonderlich, weil Sunsun kann schon Filter, ja, die können auch pumpen, also gerade so diese Wavemaker Strömungspumpengeschichten, die sind eigentlich schon gar nicht mal so schlecht. Ja, auch die Sunsun Außenfilter, auch von denen hört man wenig Schlechtes. Gut, Thema Dichtung, das ist ein anderes Thema, aber da kann man sich ja auch von
einem anderen Hersteller die Dichtung bedienen. Ja, die sind dann nämlich zum Glück oder ja, zufälligerweise baugleich. aber ansonsten so von der Geräuschentwicklung sollen die wohl auch relativ leise sein und auch zuverlässig funktionieren. Also die können schon pumpen, die können auch Filter. Deswegen wundert es mich, dass man quasi ein Produkt auf den Markt schmeißt, welches dann eben solche krassen Mängel aufweist. Na, ist für mich so ein bisschen verwunderlich, zumal eben auch hinter der Firma Zunzun ein ziemlich großer deutscher Importeur steht, der da auch die komplette Garantieabwicklung für übernimmt. Und natürlich bei so einem Gerät, was nicht komplett ausgereift ist, was da, keine Ahnung, nach ein paar Monaten schon anfängt, Probleme zu machen, da ist man sich natürlich schon bewusst drüber, ne, dass es dann auch zu entsprechenden Rückläufern kommt, zu Reklamationen kommt. Das ist ja vollkommen klar, denn gerade bei Amazon werden die Zunzun-Produkte ja nicht von Zunzun direkt verkauft, sondern eben von diesem Importeur, der dann eben auch eine ganz normale deutsche Garantie geben muss auf das Produkt. Ja, das ist halt irgendwie schon so ein bisschen verwunderlich, dass es da mit diesem Hang-On-Filter doch scheinbar vermehrt zu irgendwelchen Problemen kommt. Na gut, ich bin wie gesagt sehr, sehr gespannt drauf, wie lange meiner noch mitmacht, wie er sich verhält in den nächsten Wochen und Monaten. Ich hoffe natürlich, er hält noch ein bisschen durch, ne? Weil, kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, den dann auch hier dauerhaft weiterhin am Becken in Betrieb zu haben. Ich meine, mit 700 Liter die Stunde, das Becken hat 180 Liter Volumen, sollte er für das Becken hier komplett auslangen. Ne? Da sehe ich eigentlich überhaupt gar kein Problem. Also Startbepflanzung Teil 2, dann jetzt auch eingebracht. Teil 1 war ja so eine Handvoll der Salvinia auriculata, der Schwimmpflanze und somit jetzt auch die erste Bodenpflanze in dem Sinne, ne, mit der Cryptocurrine crispatula eingezogen. Ja, das Ganze ist von der Einrichtung her noch nicht so, wie es sein soll. Na, ich sage es einfach nochmal, hier wird sich noch einiges verändern. Es geht erstmal nur um ein kontrolliertes Einbringen, was am Ende sowieso rein soll. Ja. Jetzt sowieso erstmal wieder ein kleines bisschen aufgetrübt, die ganze Geschichte hier. Wird morgen wieder komplett klar sein, davon gehe ich einfach erstmal aus. Und ich würde sagen, wir nehmen noch eben schnell den Zunzun CPG 800 in Betrieb. Ich bin sehr gespannt, ob er direkt anläuft, ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Dazu muss ich aber in jedem Falle noch mal ein kleines bisschen auffüllen. So, 3 Kannen später. Mal schauen, ob es langt von der Höhe her, von der Füllhöhe. Ja, normale Ansauggeräusche, Anlaufgeräusche, das ist bis hierhin völlig in Ordnung. Ah, ich sehe gerade hier das Skimmer, ne? Der braucht noch einen kleinen Schluck. Also ich gehe noch mal ein bisschen was an Leitungswasser holen. Nee, mache ich nicht, weil er läuft an. So schnell kann es gehen. Ne? Einmal gut zugeredet und dann läuft die ganze Geschichte schon. Ist natürlich jetzt noch so ein kleines bisschen am Plätschern. Also ich muss da in jedem Fall noch mal ein kleines bisschen auffüllen, ne? Weil dieses Plätschergeräusch gebe ich mir natürlich nicht so sonderlich lange. Aber wie man hören können, ich denke mal, das können wir hören, kein Rattern und kein Knattern. Ja, schon irgendwie speziell. Ne? Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das hier mit dem Zunzun CPG 800 weitergeht. Ich hoffe mal, er hält noch ein bisschen aus. Wenn nicht, muss ich mir in jedem Falle eine Alternative überlegen. So, ganz kurzer Überblick nochmal übers Becken. In jedem Fall schon mal einen kleinen Schritt weiter, jetzt mit Tag 3. Die erste Bodenbepflanzung, dann auch mit der Cryptocurrine crispatula drin. Und ja, es gibt in jedem Fall noch einiges zu tun. Die Hölzer, mal schauen, ob ich die so lasse, wie sie sind. Rechts würde ich mal sagen, ja, aber hier dieses linke Stück gefällt mir überhaupt nicht, weil es eben hier diesen Stumpf doch sehr, sehr weit in die Mitte reingezogen hat. Ne, da werde ich in jedem Fall nochmal rangehen. Und ansonsten, viele, viele Steine werden reinkommen. Strömungspumpe wird noch reinkommen. Ja, aber ich bleibe bei meinem Plan, ne, zum Wochenende dann auch die ersten Tiere umsetzen zu können. Ich denke mal, mit den Netzpinselalgenfresser sollte das eigentlich klar gehen. Das Kalaxbecken ist mittlerweile auch wieder relativ klar. Also eine gute halbe Stunde später. Ja, und auch dieser Nebel hier hat sich komplett wieder gelegt.
Ja, die würden sich in jedem Fall auch sehr freuen, dann etwas mehr Platz wieder zur Verfügung zu bekommen. Deswegen möchte ich so schnell es geht eben hintereinander wegarbeiten, ne, und das Ganze hier so weit dann auch fertig bekommen, dass ich die Tiere möglichst zeitnah umsetzen kann. Das mal zu Tag 3 für das Projekt Bachlauf Aquarium 2.0. Ich bin weiterhin guter Dinge, dass es am Ende richtig gut sein wird. Das Becken ist wieder komplett klar. Ich habe es auch einigermaßen jetzt komplett aufgefüllt, ne? Also das Plätschern vom Hang-On-Filter ist in jedem Fall raus. Dabei ist ein bisschen was passiert. Das Holzstück hier hat eine ordentliche Unwucht bekommen, also ein Eigenleben entwickelt, Auftrieb entwickelt. Deswegen musste ich hier mal so einen kleinen Steinhaufen kreieren. Ja, da habe ich die mal so ein bisschen beschwert. Jetzt hält sie, die war ja vorher schon im alten Bachlauf-Aquarium drin, also steht da auch nichts im Wege, dass sie sich wieder jetzt die nächsten Tage ordentlich vollsaugen wird und dann wird die auch von selber unten bleiben. Das nur mal so für das geschulte Auge, ne, dem das mit Sicherheit aufgefallen sein wird. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es weitergeht und wie es weitergeht. Ich hatte euch natürlich auf dem Laufenden, wir machen ja alles Schritt für Schritt in jedem Falle zusammen. Wie immer, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten würde ich nämlich sagen, machen wir Deckelchen drauf für heute. Das soll es gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.